Herzlich willkommen zurück bei Diablo 3 Reaper of Souls. Weiterhin mit Bacon Orange und Shadowrunner. Grüß dich. Was soll das gewesen sein? Ja, wir hatten ja in der letzten Folge den Stab der Kadra gefunden und suchen jetzt den Innenhof von Leoriks Anwesen. Und das scheint auch schon ich auf der schon auf den Kampf. Map zu blinken, aber wir haben hier noch Gigamesh für. Der ich benötige mehr Zorn. Das richtig lesen? Ich sehe den Namen gerade noch nicht, weil ich. Ja, ich auch nicht. Gilgamesh, Drecksbude, genau. Ah, nicht der Drecksbude, sondern Drecksbude. Ja, ich bleib mal lieber ein bisschen auf Entfernung aus dem einfachen Grund. Der wird seinen Namen wahrscheinlich schon zurecht haben. Ne? Ja, das kann auch nur ein blödes Vorteil sein. Nur Geduld. Ach. Ja, da bin ich gesprungen, als schon alles vorbei war. Aber ich hatte gesehen, er hat was Gelbes gedroppt. Ja, das ist sogar mal Armschienen, die ich direkt anlege. Genau, und es blinkt schon ganz wild auf der Karte. Ja, da haben wir eine schöne Verzierung am Tor. Die hauen wir dann einfach mal kaputt. Ja, erst mussten wir den Hof finden und jetzt das Anwesen selber betreten. Noch nicht. Vorzüglich. Vorzüglich. Ja. Und dann geht's hier rein. Genau. Oh, das sieht ja hier noch fast gut aus. Noch ja, einmal neu drüber streichen. Und während wir uns hier durchholzen, gibt es einmal neu. Die dunklen Berserker werden zu den geringeren Dämonen gezählt. Nur Geduld. Doch ihre Stärke übertrifft noch immer die der Menschen bei weitem. Ich habe in der Kathedrale unheilige Zaubersprüche gefunden. In Erzbischof Lazarus noch eigene nicht. Handschrift. Mit Anweisungen zu ihrer Beschwörung. Ich hoffe, es gibt keine Kopien, weil ich dieses schreckliche Wissen für immer verloren noch nicht bereit. Ja, Deckard Cain ist immer bestens informiert über alle bösen Sachen, die man hier so finden könnte. Zum Beispiel so Sachen wie Nipton, Herr der Brust, der Albtraumhaft ist. Ja. Ja, und die Gegner hier, die haben auch so einen Fear-Effekt. Einige zumindest. Ja, genau, das gibt es damals ja auch gerade wunderbar, wie ist dieser Albtraumhaft-Effekt, glaube ich, ne? Ja, das ist das. Auch er droppt was Gelbes, aber wir müssen nicht nach jedem Gegenstand jetzt in die Taschen gucken. Aber eben dachte ich, das blinkt so verlockend. Noch nicht bereit. Und ich sehe hier schon wieder ein Schreiberpult, wo bestimmt ein Büchlein da Buch dabei ist. Ja, Leoriks Tagebuch Teil 1. Wir sind soeben in Tristram eingetroffen. Ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauerntölpeln und einem alten, baufälligen Kloster, das dem König von Kanduras wohl kaum gerecht wird. Ich verstehe einfach nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, dass dies unser neuer Regierungssitz wird. Ja, Leoric findet also, dass Tristram ein Kaff ist. Ja, aber ein Kaff, in dem seit einigen Teilen sehr viel passiert. Ja, zum Beispiel hier unten, das ist doch schon wieder Maya, oder? Glaube ich, ja, das müsste sie sein. Ich habe eben in der Zwischenzeit, als wir Leorics Tagebuch Teil 1 gehört haben, habe ich nochmal eben schnell meine Fertigkeiten wieder ein bisschen geändert. Was hast du jetzt geändert? Ich bin jetzt wieder auf meine Standardkombination Gletschernadel und Arkane Kugel ausgewichen, weil ich die einfach lieber mag. Ja, ich habe mir auch die Explosion wieder genommen. Sie haben für das, was sie euch angetan haben, bezahlt. Es muss jedoch noch ein anderer Gefangener da gewesen sein. Ein Mann in Lumpen. Ja, der Mann mit den goldenen Augen. Ich habe gesehen, wie Magda ihn in Leoriks alte Folterkammern gebracht hat. Unter uns. Ich werde Magda für das, was sie getan hat, töten. Ja, also scheinbar hier auf dem richtigen Weg zu sein. Was ich kurz sagen wollte, ich hatte mir jetzt auch die Explosion dann doch wieder in die Leiste geschoben. Weil ich doch sehr viele Fähigkeiten hatte, die so überhaupt nicht in Richtung Schaden gehen, sondern Gebete und Schutz und Provokation und dann wollte ich doch noch etwas mehr nehmen, was für Schaden nutzbar ist.
Ja, und wir sehen schon anhand der Quest, dass es auf jeden Fall hier eine zweite Ebene geben wird. Ich kann mir jetzt aus meinen Verbündeten rufen, dass es hier diese Vertrauter, das ist hier diese Kugel, die bei mir in der Nähe ist. Die begleitet mich wohl im Kampf. Oder ist, ist natürlich jetzt die Frage, jetzt stehe ich hier im Feuer und komme nicht raus. Warum komme ich hier nicht auf dem Feuer? Ich benötige mehr Zorn. Ah, da hatte mich wohl irgendein Zombie. Genau, der hat sich einfach an dir festgehalten. Der wollte auch einfach ein bisschen mit dir kuscheln. Ja, verständlich. Ne, was wollte ich sagen? Also dein Begleiter ist natürlich die Frage, inwieweit er so kommunikationsfähig ist, weil so ein Mundbuch bei dir. Ja, der ist glaube ich eher einer von der ruhigen Sorte. Ist auch immun gegen Schaden und steht mir im Kampf bei. Also ist jetzt aber auf dem Slot, wo ich vorher zum Beispiel meine Blitz oder meine Eisrüstung hatte. Ich gucke einfach mal. Also da will ich einfach mal alles so ein bisschen ausprobieren. Noch nicht. Ja. Kultisten Großinquisitor ist da. Ein Meister der Schmerzen. Das sind doch ja, aber vielleicht ist es auch vorteilhaft. Bei manchen Leuten freut man sich ja, wenn sie nicht die ganze Zeit reden würden. Dankeschön. Nein, deswegen meine ich, es ist gut, dass dein Begleiter gleich nicht. Das wollte ich damit natürlich nur ausdrücken. Ja, sicher. Doch, total. Ich habe ja doch Level 22 erreicht, aber da schaue ich jetzt noch nicht nach. Ich glaube, ich muss hier am Rand aufpassen. Ich bin ja wohl eben einmal dahinter und hatte deswegen so Probleme raus. Ah, das kann natürlich so. Ich hätte jetzt mittlerweile auch ich will immer auf deinen Begleiter schießen. Ich hätte jetzt mittlerweile auch Teleportation. Ich bleib aber weiter bei der Frostnova. Jetzt schon wieder das gelbe Hexen der Zerstörer. Hatten wir nicht schon mal einen Hexen? Ja, ich glaube, das war einer seiner Brüder. Ja, oder was da so gibt, Onkel, Schwager. Ja, ich bin gerade leider noch ein bisschen mit seinen Begleitern beschäftigt. Beziehungsweise bin ich jetzt immer noch. Weil die stellen sich immer in den Weg zu ihm. Das finde ich ganz ungünstig. Achso, dann ja, quasi du kannst sie nicht anschieben, weil die. Genau, weil ich hab Linie nehmen. Genau, weil sie halt immer im Weg stehen. Ja, das ist auf jeden Fall schon wieder ein Gebiet, wo wir uns schön verlaufen können. Nur Geduld. Ja. Und nach dem Gesetz von Darwin wird wie immer die letzte Abzweigung die richtige sein. Ja. Noch nicht bereit. Da habe ich gerade mal Eisendecke runterfallen lassen. Und, oh, hier ist ein Hackebeilchen. Nur Geduld. Und noch eins. Oh. Schön, dass du das auch mal zeigst, wie das aussieht. Wenn ja, ich wollte natürlich zeigen, dass man davon nicht stirbt. Ja, das ist ja auch hier der Sinn des Let's Plays, einfach mal zu zeigen, was ihr nicht machen wollt in dem Spiel. Oder zu zeigen, dass ihr es durchaus doch machen könnt. Und das ist ein exhumierter Drescher. Ah, der hat wieder einen Effekt. Was natürlich dann Zwischenmessern nicht so gut wäre, wenn die töten. Noch nicht. Wenigstens wird ja auch mein Heilstand fallen gelassen. Was nicht schlecht ist, da ich ja auch schon einige hier benutzen muss. Aber jetzt liefert schon einen Pfeil auf der Map. Das heißt, wir haben wahrscheinlich diesmal gar nicht den längsten Weg gewählt. Doch, der Pfeil ist nämlich wieder verschwunden. Die Frage, ob man hier unten wieder nach links werden wir vermutlich gleich sehen. Könnte zumindest stimmen. Ja, das sieht in der Tat jetzt gut aus. Da bin ich ja mal extrem überrascht. Ja. Ja, das ist dann die Ebene 2. Hier können wir ein bisschen Kohle aus der Wand holen. Noch nicht bereit.
Und unser neues Ziel ist es, uns zum Hochlandpass zu begeben. Noch nicht. Waren wir da nicht eigentlich schon? Ja, aber das vielleicht hat das ja einfach zwei Ausgänge. Nur Geduld. Wir werden es allerdings mit Sicherheit erfahren. Ich habe schon wieder ganz vergessen, dass der erste Akt ja... Also gefühlt ist, glaube ich, der erste Akt der größte, oder? Ich finde den dritten auch noch recht lang, wo du in der Burg unterwegs bist. Stimmt, ja. Vier ist auf jeden Fall relativ kurz. Und fünf ist auch nicht der längste. Ja, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja, weil mein einziger Charakter, mit dem ich damals wirklich mal ein bisschen mehr gespielt habe, den habe ich seitdem noch nicht wieder angefasst. Ja, ich habe den fünften jetzt halt einmal mit meinem einzigen Hauptcharakter durch. Habe jetzt in der Tat schon Level 62 heute mal erreicht. Noch nicht bereit. Links ist was Blaues. Oh ja. 62 bedeutet ja inzwischen nicht mehr, ich benötige mehr das Maximum. Noch nicht. Eieiei. Da hauen die doch immer noch gut auf mich, die dunklen Berserker. Die sind auch sehr. Da wurde der Blitz auch schon mal kurz rot. Ja, zum Thema Rot kann ich sagen, dass ich rot bin. Aber ich belebe mich direkt an der Leiche wieder, was allerdings 5 Sekunden dauert. Ja, das ist nicht schlimm. Ich habe in der Zwischenzeit eh dann den Gegnern den Rest gegeben. Die waren ja auch schon quasi tot. Oh, und hier hinten ist ein Lesepult. Da wird es doch bestimmt Lektüre geben und natürlich ist es das zweite Tagebuch. Ein übler, krankhafter Schatten hat sich über das Anwesen gelegt, das wir nun unser Heim nennen. Der junge Albrecht jedoch scheint sich in unserer neuen Wohnstätte wohlzufühlen. Vielleicht leide ich einfach nur an einem Ungleichgewicht des Gemüts, hervorgerufen durch den kürzlichen Umgebungswechsel. Ja, das kennen wir. Umgebungswechsel ist nicht immer ganz einfach. Da machen die alten Knochen dann schon mal ein wenig zu schaffen. Und genau. Da ist wieder ein Gelber. Harun, der Verdammte. Ja, der soll mal verdammt sein. Der ist wieder albtraumhaft. Wobei, glaube ich, so vier Effekte noch mit das geringste Problem sind. Zumindest, wenn man hier nicht die Gefahr hat, noch 10.000 Gegner zu setzen. Ja, aber Karun war jetzt, fand ich, gar nicht mal so wild. Ja, das meinte ich ja. Eine weiße Kugel. Dann hoffen wir mal, dass der Pfeil uns hier angegriffen wird. Das, ja, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ja, das sieht doch. Also, genau. Da ist ja auch schon ein Punkt. Der Hochlandpass. Ja, machen wir hier das knarzende Türchen auf. Und jetzt müssen wir in die verfluchte Feste, also rein raus. Hier ist schon wieder eine Brücke. Die hat auch im Gegensatz zu vorhin kein Loch in der Mitte. Ja, noch, ja, aber guck hier vorne so, die Mauer ist auch nicht mehr im 1A-Zustand, also da könnte man schon mal wieder ein bisschen was investieren. Ja, push am Bau. Ja, hier ist dann das Loch wieder. Noch nicht bereit. Und da kommen links und rechts ein paar aus der Erde hochgeschossen. Das sieht doch aber eigentlich jetzt... Ja, das lief recht aus. Locker flockig. Noch nicht bereit. Weil man sagen muss, in Diablo 2, 3, ich mag schon ein wenig mehr so diese Dungeons, wo es immer tiefer geht. Natürlich sind die Gebiete draußen hier auch okay, aber für mich ist halt das Schöne immer diese engen Gänge und man geht von Raum zu Raum und immer mehr Gegner. Ja gut, dafür muss ich aber sagen, draußen in der Welt ist einfach auch schön, weil man, es ist einfach unterschiedlicher. Auch in den Dungeons ist es schon natürlich nicht immer gleich, aber... Ja, da ist immer Licht und so. Und wir haben hier... Königin Azilla, die sieht aber auch nicht mehr so frisch aus, aber die will uns auf jeden Fall was sagen. Ich bin Azilla, einst Gemahlin meines geliebten Leorix. Meine Diener und ich wurden Opfer seines Wahnsinns.
Nun gebe ich euch meinen Segen, Held, um mein Gefolge von seinem ewigen Leid zu erlösen. Okay, und wie machen wir das? Indem wir 6 Überreste finden. Noch nicht. Ja, das scheint hier wohl früher ein Gefängnis gewesen zu sein. Zumindest würde ich das nicht als normale Zimmertüren betrachten. Nicht wirklich. Noch nicht bereit. Und ja, wieder 10.000 Richtungen, die wir versuchen können. Nur Geduld. Und da haben wir Skatat, der Verleumdung. Genau. Der hat Arkan verzaubert. Das finde ich ganz bezaubernd. Ah, und das sind diese bösen Laser. Ja. Ich habe auch Laser. Aber momentan nicht ausgerüstet. Noch nicht bereit. Oder filmen wir ihn doch mal. Genau, ich habe ihn jetzt gerade auch mal eingefroren. Nur Geduld. Platzt er zumindest auch. Lecker. Ja, ich will mir aber trotzdem noch die Beute einsammeln. Ja, ich denke, hier wäre jetzt aber auch gerade ein guter Zeitpunkt, die Episode zu beenden. Ach, schade, die Zeit geht immer so schnell rum, wenn man Spaß hat. Genau, und deswegen hoffe ich, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir Reaper of Souls spielen. Bis dann.